Yippie, heute wird es lecker. Ich präsentiere die tolle Sache. Hochfeinste belgische Pralinen. Das passende Geschenk für alle und jeden. Zu jedem Ereignis, immer und überall. Tedrette. Also, unser heutiger glücklicher Testkandidat ist Bernd das Brot. Yep. Ich hasse dich. Freu dich, Bernd. Du darfst heute Pralinen essen. Nein, danke. Ich muss auf meine Kastenform achten. Und darum kann ich heute leider kein... Guten Appetit, Bernd. So, tete, wie schmecken Sie denn unsere leckeren Pralinen? Irgendwie seltsam. Hoppla, was ist denn jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir die Pralinen auch mal kosten. Gute Idee, Briegel. Lass mich auch mal eine probieren. Bitte. Lecker. Das schmeckt ja eigenartig. Was für Pralinen sind denn das eigentlich? Keine Ahnung. Das sind Likörpralinen. Likörpralinen? Likör? Alkohol. Auweia, Bernd soll doch keinen Alkohol trinken. Wieso? Was passiert, wenn Bernd also Alkohol trinkt? Du weißt doch, Chili, er wird dann so furchtbar laut und unglaublich peinlich. Der Reeperbahn nachts um 1000. Ob du ein Brötchen hast oder auch keins. Du liebe Zeit, guck mal, von einer Likörpraline hält nichts aus, der Bernie. Ganz genau, als wenn so ein klitzekleines Pralinchen einen gleich umhauen würde, was? Sie sind sehr lecker, unsere Pralinen. So, Chili, komm, Brüsterchen. Noch ein Korn. Auf dein Kohl. Wenn ich einmal raus bin, trink ich einen Korn. Lea, weißt du was? Mach mal noch eine Packung auf. Oh, mein Kopf. Was war denn los? Ups, haben wir die ganzen Schnapspralinen aufgegessen? Hä? Igitt, ein rosa Ballettröckchen? Moment, ich erinnere mich. Défini. Le Pois. Défini. Le Pois. Oh nein, ich bin dem Erfurter Fernsehballett beigetreten. Was denn? Was denn? Was ist denn passiert? Oh weia. Mir... Dämmert! Zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananenprekosita hat heute zu einem Kokosnusskleid. Ja, sicher noch dieses Jahr, das kann man heute schon ahnen, trägt die modische Welt, das was Rosita gefällt. Ich hab den Bananentanz vor dem ganzen Team gemacht und gesungen. Wie peinlich. Bernd? Was war denn los? Warum trage ich einen Hochzeitsanzug? Oh nein, ich werd doch nicht... Dann antworte mit Ja. Jawohl, Valera! Ich
Ich dich auch, Schatz. Ich muss weg. Das war's für heute. Die Schnapsfralinen sind sowieso alle und ich muss mich umziehen. Das war's dann wirklich. Chili, wart auf mich. Zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananen. Bernd das Brot trat noch am selben Tag in die Fremdenlegion ein, wurde aber wegen zu kurzer Arme vorzeitig aus dem Dienst entlassen. Chili tanzte als erstes Schaf den sterbenden Schwan, was aber kein Schwein interessierte. Briegel nahm am gleichen Tag eine CD auf, die 17 Wochen auf Platz 1 der CD-Charts in Japan war. Gelegentlich tritt er noch im Erfurter Bürgerkeller auf, immer vor ausverkauftem Haus. Nein, wirklich, ich hab dich nie geliebt. Ich hatte nur eine schwache Stunde. Ich wollte dich gar nicht heiraten. Eigentlich hasse ich dich.